Das folgende Video wird euch präsentiert von minyards.eu. Moin Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Gedankengrütze aus dem Deist Studio. Ja, heute wieder mit einem Thema, das mich wieder sehr beschäftigt hat in den letzten Wochen, weil ich wieder im Internet unterwegs war und einfach manchmal sehr, vielleicht ein bisschen empfindlich bin, vielleicht aber auch einen Kragen habe. Wobei, bevor ich überhaupt anfange, ein kleiner Disclaimer vorweg, denn unten habe ich einen Timecode angegeben, dort könnt ihr hinspringen, wenn ihr meine Erklärung, wie ich alles im Vorwege sehe, nicht hören wollt und denkt, oh, der Typ, der heult ja nur die ganze Zeit rum und es dauert viel zu lange, bis er mal zum Thema kommt. Wenn ihr also das unreflektierte Gehate haben wollt, damit ihr hinterher haten könnt, dass ich ja nur hate und das nicht diversifiziert sehe, dann klickt unten auf den Timecode. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei meiner Erläuterung, worum es geht und meinem Geweine. Na gut, das ist jetzt alles vielleicht ein kleines bisschen böse, aber das ist alles auch ein tatsächlichen Grund bei der ganzen Geschichte. Im Endeffekt trifft es mich nicht allzu hart, aber ich weiß ganz genau, dass es viele Leute im Hobby gibt, die das vielleicht dann doch trifft und irgendwie in logischer Weise wurmt es mich auch, aber vielleicht ist das dann für mich persönlich weniger schlimm, als im Endeffekt das jetzt rüberkommt, da ich logischerweise immer die Möglichkeit für mich habe, meine Güte, ich mache das Hobby für mich alleine. Aber warum geht es? Es geht im Endeffekt darum, die Frage, bin ich wirklich ein richtiger Hobbyist? Ich habe schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass im Endeffekt das Hobby, also nicht im Endeffekt nur das Hobby, aber im Endeffekt jede Subkultur sich irgendwie so, gerade im Internet so hinstellt, dass sich dann irgendwelche Eliten rausbilden oder Leute, die sich vermeintlich für Eliten halten und dann der Meinung sind, die Meinungsmache oder die Meinung in diesem Hobby irgendwie anzuführen. Und das habe ich im Tabletop-Hobby, logischerweise haben wir das auch, wir kennen das alle, wenn wir irgendwas posten, irgendwas machen, dann kommen manchmal Kritikpunkte, die man persönlich gar nicht nachvollziehen kann, weil sie im Endeffekt auch Kritikpunkte sind, die einem im eigenen Hobbyleben gar nicht entsprechen, also gar nicht zum eigenen Hobbyleben passen. Zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich eine Figur bemale, weil ich sie fürs Spiel haben möchte und ich bin kein mega Modellierer und kein mega großer Maler und ich möchte im Endeffekt da auch nicht so viel Zeit investieren und dann werden halt Gussnähte oder Gussgrate nicht wirklich abgemacht oder es werden zum Beispiel irgendwelche Lücken in Figuren nicht komplett ausgefüllt, das mache ich tatsächlich immer sehr, sehr gerne, weil ich die Figuren relativ schnell fertig haben will, da ist es mir auch ziemlich oft egal, ob dann irgendwelche Figuren irgendwelche Lücken haben, Spaltmaß oder sowas in der Art. Und dann kommt dann logischerweise, oder dann kommt oft von vielen Leuten, auch berechtigt logischerweise, die Ansage, ja, die Spaltmaße sind ja noch da oder sind ja nicht richtig entgratet. Wobei das oft sehr, sehr aggressiv rüberkommen kann, weil man sich als Hobbyist, und wir wissen ja alle, Internet und Schreiben und so ist immer so eine Sache, sich ein bisschen angegriffen fühlt in seinem Hobbygetue und man dann auch oft irgendwie das Gefühl haben könnte, die anderen sprechen mir im Endeffekt das Hobbyistentum ab, weil ich das ja nicht richtig mache. Und das kommt nicht von ungefähr, weil ich das tatsächlich in meiner Vergangenheit tatsächlich häufig erlebt habe, dass einige Leute wirklich der Meinung waren, also nicht nur diese Kritik zu äußern, die wohl gerechtfertigt ist oder auch nicht, aber oft gab es halt Leute in meiner Vergangenheit, die im Endeffekt sich das auf die Stirn geschrieben haben, dass sie diejenigen sind, die definieren müssen oder definieren sollen, wie das Hobby ausgeübt wird. Das ging damit los, man spielt die falschen Spiele. Das ging damit los, man benutzt die falschen Farben. Das ging dann weiter, man malt ja gar nicht richtig oder die Figuren sind nicht richtig entgratet oder was auch immer. Die Einstellung ist nicht richtig, ich weiß es nicht. Und wenn wir uns mal umschauen in unseren Hobbybereichen, dann werden wir wahrscheinlich den einen oder anderen kennen, der mit Sicherheit ähnlich agiert, mal mehr, mal weniger ernst genommen. Es gibt natürlich einige Szenen, das ist auch im Tabletop-Bereich so, einige Untergruppierungen, die haben sich in Gruppen sehr stark elitarisiert und machen es anderen Leuten irgendwie das Leben schwer. Das Thema spreche ich jetzt lieber nicht an, weil ich mache mir dann tatsächlich nur noch Feinde. Aber es ist tatsächlich der Punkt, dass es Fakt ist, dass solche Leute existieren und einem dann immer ein schlechtes Gefühl vermitteln, egal ob das gewollt ist oder nicht. Das kann ja auch sein, dass die Leute wirklich nur konstruktive Kritik äußern wollen, wissen aber nicht, dass der andere darauf vielleicht keinen Wert legt und dieser fühlt sich dann direkt angegriffen oder vielleicht auch einfach nicht gewertschätzt in dieser Hobby-Community. Und ihr wisst ganz genau, ich bin ein Verfechter für Neueinsteiger. Ich will, dass ganz viele Neueinsteiger in das Hobby kommen, weil das Hobby ein geniales Hobby ist, wo ich denke, dass viel mehr Leute oder von dem ich denke, dass viel mehr Leute das richtig gut finden können und dass es auch für mehrere Leute was ist.
Und dementsprechend ist auch das wieder ein Plädoyer dafür, an die neuen Leute, die jetzt das hier vielleicht sehen, neu im Hobby sind, solche Erfahrungen gemacht haben, dass man sich davon auf jeden Fall nicht ins Boxhorn jagen lassen soll, weil das komplette Hobby ist nicht so. Wir haben es wie immer oft mit einem Internetphänomen zu tun. Bei mir war es halt damals wirklich eine Spielergruppe, aber wir haben es oft einfach mit einem Internetphänomen oder wirklich mit einer kleinen Gruppierung zu tun, die laut ist. Aber sie ist nicht das Gros der Hobbywelt. Die Hobbywelt ist normalerweise wirklich, ey, spiel dein Hobby oder mach dein Hobby, wie du es möchtest. Ich mache mein Hobby, wie ich es möchte. Und wir kommen wahrscheinlich zum Spielen irgendwann zusammen. Das ist total cool, wir können uns austauschen. Aber meine Güte, es sind deine Figuren. Mach damit, was du möchtest. Sag ich immer wieder, ja. Ich kann mit meinen Figuren machen, was ich möchte. Und wenn ich sage, ja, fuck off, dann klebe ich halt die Arme falsch rum ran und grate sie überhaupt nicht und nehme die aus den Gussgraten mit einer Schere. Es ist mein Geld, was ich reinbutter, es ist mein Hobby und wenn ihr es anders machen könnt oder besser machen könnt, dann macht das gerne, aber versucht logischerweise nicht, das auf andere zu projizieren oder diese Ansprüche, die ihr an euch habt, auf andere anzuwenden. Und genauso müsst ihr, wenn ihr dann auch irgendwie Einsteiger seid, auch denken, meine Güte, lasst euch davon irgendwie nicht so beeinflussen, weil diese andere Person übt ihr Hobby anders aus als man selber. Und ich finde, man sollte sich da auch gar nicht in ein Korsett von anderen Leuten drücken lassen und einen auch sagen lassen, wie das Hobby auszuführen ist oder wann man ein richtiger Hobbyist ist oder nicht. Man ist ein richtiger Hobbyist ab dem Moment, wo man mit diesem Hobby angefangen hat. Egal wie, egal wann, egal womit. Das ist vollkommen egal. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist ja, dass unser Hobby uns irgendwie verbindet. Und ich glaube, da sollte man den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Ich weiß, zum Beispiel, ein großes Problem habe ich ziemlich oft, wenn ich mir irgendwie wenig in Foren unterwegs bin oder wenn ich halt in Facebook-Gruppen unterwegs bin für diverse Spiele, dass dort ein sehr, sehr starker Anteil von Turnierspielern ist und eine gewisse Meta-Anforderung hat, wie das Spiel zu sein hat, wie das Spiel spielt. Und ich gehe da gerne mal rein, um mir dann irgendwelche Informationen mal zu holen. Logischerweise spiele ich ja des Spaßes wegen, aber natürlich möchte ich auch gucken, ob es irgendwelche coolen Kombinationen gibt, die ich dann einsetzen kann oder nicht. Und da hole ich mir dann immer gerne irgendwelche Tipps, aber diese Tipps werde ich nicht sklavisch irgendwie nachmachen oder sowas, wenn ich denke, das ist vielleicht zu hart oder das macht mir keinen Spaß. Oder die härteste Kombination kann vielleicht auch eine langweilige Kombination sein, die ich irgendwie nicht mit auf den Spieltisch bringen möchte. Manchmal finde ich aber, ist es dann tatsächlich so, dass manchmal die Bier- und Brezel-Tabletop-Spieler, also das ist so, wie ich mich im Endeffekt sehe, also die Hobby-Spieler und die kompetitiven Turnierspieler, die dann doch mehr Ehrgeiz darin haben, wirklich zu gewinnen und die ganzen Spiele wirklich nicht hinterfragen, sondern die Mechaniken wirklich auszunutzen, um ein bestmögliches Spielergebnis zu bekommen, dass die manchmal gar nicht connecten und manchmal vielleicht, und das soll eigentlich gar nicht gegen Turnierspieler sein, aber manchmal habe ich einfach das Gefühl, dass die Turnierspieler manchmal doch sehr stark einen Diskurs dominieren und dadurch finde ich die Gesprächsmentalität ein bisschen härter manchmal wird, als sie sein muss, beziehungsweise die Anforderungen an alle anderen Spieler auch angelegt werden, als ob jeder ein Turnierspiel spielen muss. Nach dem Motto, kauf diese einer, die brauchst du überhaupt nicht kaufen, die ist total schlecht. Ganz oft gelesen, sie lese ich auch immer noch. Und wo Leute dann eine Liste schicken und sagen, hey, guck mal, damit will ich gegen meinen Freund spielen, schaut mal rein. Und dann wird die Liste logischerweise auch gut, dafür wird sie auch online gestellt, auseinandergenommen, aber manchmal auch mit Worten und Argumenten, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Vielleicht fehlt mir persönlich das Verständnis für die Turnierspieler mittlerweile, weil ich seit langer Zeit wirklich keine Turniere mehr gespielt habe. Ich weiß, es gibt super nette, aber wir wissen ganz genau, im Internet ist meistens immer sehr laut der negative Bereich irgendwie zu erkennen. Und das finde ich sehr, sehr schade. Vielleicht muss ich auch einfach meinen Blick darauf ein kleines bisschen ändern. Das kann durchaus sein. Aber ich denke mir, wenn ich diesen Blick habe, dann werden diesen Blick auch ganz viele andere haben. Oder zumindest irgendwelche anderen. Ich bin ja kein Einzelfall. Und dementsprechend möchte ich da im Endeffekt noch Mut zu sprechen, dass nur wenn jemand im Endeffekt dich von vorne bis unten nicht niedermacht, aber zumindest dein Hobby kritisiert, du bist trotzdem ein richtiger Hobbyist und du kannst Spaß damit haben. Und wenn man in einer Gruppe drin ist, die tatsächlich Anforderungen hat, wo man merkt, das gefällt mir nicht, die spielen nur das eine Spiel, was mir überhaupt nicht gefällt, und die sind zu kompetitiv, das gefällt mir nicht, oder die sind überhaupt nicht kompetitiv und ich möchte kompetitiver spielen und irgendwie fühle ich mich da überhaupt nicht wohl. Leute, da macht das wie in anderen gesellschaftlichen Umgangsformen und anderen Subkulturen. Sucht euch eine neue Spielergruppe. Das wird euch besser gefallen. Das wird euch besser tun. Und ja, ich weiß, es ist leider nicht überall möglich, eine Spielergruppe zu finden, aber das ist zumindest der Tipp, den ich irgendwie geben kann. Das sind jetzt natürlich keine großen Erkenntnisse von großer Weite.
Aber dafür ist die Gedankengrütze auch da, dass ich einfach meine Gedanken zum, meine aktuellen Hobbygedanken einfach mal in einer Logorö sozusagen, in einem Sprechdurchfall hier nach außen bringen kann. So, vielleicht wurde es doch nicht zu viel gerantet. Ein bisschen Mut zu sprechen wollte ich den Einsteigern auf jeden Fall damit trotzdem, dass nicht nur sie dieses Gefühl haben, sondern auch andere Leute, die schon länger mit dabei sind, dass man immer irgendwie mal das Gefühl hat, ach, bin ich kein richtiger Hobbyist oder werde ich nicht akzeptiert, und doch, doch, seid ihr. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, was ihr davon, von diesem Thema haltet und ob ihr mit dieser Thematik sowieso schon mal irgendwie Kontakt hattet. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr solche Erfahrungen schon gemacht habt, und dann würde es mich auch interessieren, was ihr dagegen gemacht habt. Und diskutiert auch gerne miteinander, sprecht auch gerne Mut untereinander zu. Oder wenn ihr natürlich auch sagt, ey Dennis, du siehst das komplett falsch, du bist irgendwie eine kleine Memme oder sowas, schreibt das auch gerne in die Kommentare, aber schreibt es nett in die Kommentare, also seid nett zueinander und auch nett zu mir, denn sonst gibt es Krav Maga für alle. Ja, das kann keiner wollen, nicht? Ich gehe jetzt mal in die Sonne. Ein bisschen blass hier, ne? Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt, und lege das Schwarz an.